Moin moin meine lieben Freunde der Volksmusik und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Forest, wo sich meine Stimme mal wieder am Überschlagen ist. Ich nehme mal hier die Axt in der Hand und der Patrick rennt schon vor. Ich glaube, der will wieder sprengen. Der will schon wieder... Nee. Will sich kloppen einfach. Attacke! Boah! What? Nein! Was? Ich glaube, das Feuer geht jetzt aus. Scheiße! Doch, kannst du. Nee, kannst du nicht. Das Feuer geht nicht aus. Wir haben gerade den Sprenger angemacht. Unfair. Oh, der ist aber schon. Ey, cool. Ja. Die ja, kriegen jetzt. Ja, jetzt ist aus. Nee, die. Ja, jetzt ist aus. Lass mal hier gucken. Vielleicht ist hier noch was drin, was wir finden können. Alter, was. Bücher. This is so maximal verstörend. Wo ist das? Das ist die geheime Tür. Weil this is. Guck mal, hier ist ein toter Alter. Boah, Patrick, guck nicht in die letzte Kammer. Oh Mann, was? Ich glaube, das ist ein riesen Wackelpudding. Ich glaube. Geht. Kann ich das aufschauen? Aber lass das zu, ey! Alter, was? Guck mal, das Auge, die Augen. Alter. Boah, mir wird ganz so schlecht irgendwie, ey. Boah. Alter. What the fuck? Observation Room H. Ich wusste es, dass die alle. Oh. Fuck. Ohne Scheiß, mir ist jetzt echt ein bisschen schlecht, wo ich das gerade so gesehen habe. Das hier, guck mal. Alter. Hinten was? Hier ist was. Bist denn du? Property of Megan. Draw your favorite thing. Was? Wer ist Megan? Warte mal, steht Megan auf der Passenger-Liste? Megan. Moment. Ein M. Der Musik. Ein Musikplayer an? Nein. Ja, das ist Forest. Genau das ist gerade das große Problem. Gott. Die Musik aus. Ich höre keine Musik. Doch. Nein, ich höre keine Musik. Jetzt höre ich Musik. Was haben wir hier schon wieder? Ach, das Mädchen auf dem Bild. Megan Cross. Ah, yo. Das stimmt, das könnte sein. Hier. Ah, drüber? Okay, hier ist nix. Sahara Therapeutics. What? Ich hab gedacht, ich erschreck dich mal. Alter, was ist das? Subject. Nehm. Subject. What? 82 CH6 12 Arms. 6 Jahre. Anomaly. Translation is that adult. Jarius Project. Kann das ein bisschen langsamer gehen? Ja. Alter. Flimmert das bei dir eigentlich auch so? Ja, tut's. Alter. Highly aggressive. Ja, stimmt. Mach das aus! Okay. Das geht auch nicht kaputt. Der auch Feuerlöscher, Moment. Nö. Hier ist ein Zettel. Eine Zeichnung. Ja, von... ja. Ein Türmchen. Was, warte mal, was ist das hier? Alter, sag mal... Ich zweifle gerade ein bisschen an meiner Intelligenz. Ups, was? Oh, ups. Ach, bei dir ist noch gestanden? The Periodic Table of Elements. Ja. Das gute alte PSE. Wer hat's... Wieso heißt das ein... Fällt mir jetzt gerade ein, wieso heißt... What?
wieso heißt es eigentlich The Periodic Table of Elements? Das heißt Periodic System of Elements, deswegen PSE. Hast du den Schrei jetzt auch gehört? Ja. Wieder. Ach, hier hinten. Okay. Patrick, hier geht's auch noch rein, ne? Ja, da hinten geht's nicht weiter. Sie sehen mich dezent verstört. Was ist das hier eigentlich? Ein Haartrockner. Das habe ich mir gerade auch so gedacht, so eine Hirnfritteuse, so wie beim Friseur. Ups. Oh. Erstmal sitzen. Auf dem Buch drauf. Nom, 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 nom. Alter. Blaubeeren? Wieso isst du Blaubeeren? Es wird doch hier bestimmt noch irgendwo so eine Vending-Maschine geben, oder nicht? Egal. Was? Mag ich jetzt? Nö. Was war das für ein Geräusch? Ja, das war bei mir seiner. Nee? Doch, nein, da hinten. Wieso haben wir eigentlich vier Lichter? Guck mal, schau. Da jetzt zurück schaust, steht einer. Dadurch. Ach, der. Der wartet auf den Bus, glaube ich. Frust kommt auf, denn der Bus kommt nicht. Moment. Ja, hier ist was zum Essen. Und eine Kaffeemaschine. Warte mal, hier, Patrick, hier. Patrick, ich hab Patrick. Grad was gegessen. Patrick, hier, ein Zettel im Kopierer. Warte mal, das will ich ganz kurz eben lesen hier, bitte. Dir. Alter, ich wollte das lesen! Wo kann man das sehen? Bitte? Wo man das sehen kann. Was? In den Zettel nochmal. Ich hoffe, irgendwo in diesem Buch drinne. The Practical Caver Beneath Scientist TV Star's Wife Died. The Tragic Explosion. Sahara, hier ist irgendeine Liste. Kann man das echt nicht mehr aufmachen? Ey, das finde ich jetzt aber persönlich ziemlich kacke. Vielleicht kommt's noch. Ja, ich wollte das lesen. Kacke, das kann ich jetzt auch gerade, nicht auf. Ihr könnt das ja mal pausieren. Ich habe übrigens nicht, ich habe übrigens meinen Timer nicht gestartet. Ihr könnt das ja pausieren. Wir haben 7 Minuten. Also wenn ihr jetzt gerade die Folge guckt und dann, oder zurückspult. Und das könnt ihr euch das ja mal in Ruhe durchlesen, was da drin steht. Das interessiert mich jetzt gerade tatsächlich mal, was da drauf steht, weil das scheint ja irgendwie so ein Haus. Patrick, du bist so aggressiv! Warum bist du so aggressiv, Patrick? Ich bin nicht aggressiv. Mach das Katana. Super! What? Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error. Brumm. Will es gecrashed oder was? Ja. Nö. Ja, wir müssen nochmal schnell durchlaufen. Wir wissen jetzt, wo es lang geht. Nö. Ah, super, ey. Geil. Geil-O-Matico. Jetzt finden wir wenigstens einen Zettel wieder. ja, genau. Ja, das glaube ich, die Mäuschen. Und ich habe die leichte Grippe. Also sind wir beide am Arsch. Meine Gut. Nase tut weh. Ich starte übrigens gerade mal neu hier. Wir sind ja mitten in der Folge noch drin, das ist jetzt ein bisschen doof. Ja, es wurde was weggelasert, deswegen. Was wurde weggelasert? Bei Kio. Ah, die Nase. Na, was wurde weggelasert? Nicht die Nase wurde weggelasert. Ja genau, schick mir das mal als Screenshot, Kio. Das ist eine gute Idee. Nee, hey, mir auch, ich will auch. Ja, ich lese das jetzt gleich vor. Herr Dr. Professor Scotchy. Ja, Herr Dr. Professor Scotchy, der liest es jetzt gleich vor. Mhm. Ja, oh genau. Ja, mei, genau das. Ja, genau das, so macht er das gleich mal einfach. So. Aber wir starten jetzt erstmal das Spiel und dann machen wir es mal Invite Friend und den Patrick und dann ist er gleich schon da und den freuen wir uns alle ein zweites Loch in den Hintern und dann geht es auch ab. Dann können wir nämlich zwei Finger reinstecken und dann wird das viel lustiger. Hä? Du lässt mir Morsch, das muss sicher nicht. Na, warum nicht? Ja. Mach bitte selber. Oh, ja, der Server ist gerade am Starten. Ja, wahrscheinlich müssen wir gleich noch ein zweites Mal starten, sonst geht es nicht. Aber sonst. Ich hau doch gleich auf die Blunzen. Oh, ich wollte gerade was trinken, Patrick. Lass dich. Ich hab gerade was getrunken, also halt die Klappe. Bist du auf die Blunzen? Ah, es läuft, Mann. Es läuft meine Nase, weil du mir auf die Blunzen gehauen hast. Ja, ah. Auf die Blunzen und auf der Fleckenfurz mal schau sie. Haust mir zuerst auf den Bautzen, kommt unten der Fleckenfurz raus. Sicher. Ja, Freili. Mal nachschauen. Na, da ist er schon gewesen. Oh, Gott.
Taschenmuschel, Nasenmuschel, Taschenmuschel. Was? Alter, was ist hier los? Hast du noch Starting Client? Nee. Gut. Interessant, weil bei mir hängt die Axt noch rum. Ah, oh, das sind wir jetzt fertig mit dem Laden. Das ist ja super. Das super neue Schneeherz heute. Nee, bei mir muss noch laden, Moment. Oh ja. Zum 14. Dezember wurde die Vollversion angekündigt. Ja, die haben wir. Haben wir heute den 14.? Wahrscheinlich haben wir heute den 14. Haben wir den 14.? Ah. Wir haben heute den 15. Ja, das juckt mich nicht, dass das die Vollversion sein soll, weil Digga. Ja, du hängst dich auf. Also dann steht ja noch wieder. Public Alpha fürs nächste Update. Richtig. Punkt. I need is a friend. Du, 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 du. Patrick, wir müssen doch nicht jetzt so weit laufen, oder? Oder doch? Doch. Okay, ich sollte mir jetzt gleich mal die Screenshot-Macherei abgewöhnen. Weil ist einfach so. Was war Aloe Vera für Ausnahme? Nee, Chicorée, ne? Chicorée oder Energy Mix dann? Dann nehmen wir mal einen Energy Mix, glaube ich. Hab ich noch einen Energy Mix? Yay. Was? Ja, komm. Ja, was hab ich gerade gesagt, Patrick? Was hat der Papa dir gerade gesagt, was der für ein Problem hat? Ja, dann bist du trotzdem noch näher. Nee, wenn ich mir gerade erstmal einen Energy Mix zusammenschrauben muss, wäre ich nicht näher. Darf ich diesmal die Tür aufmachen? Natürlich. Natürlich. Sollen wir vielleicht noch mal einen kleinen Speicherpunkt hier direkt vor die Tür machen? Damit wir vielleicht nicht noch mal, falls noch mal etwas in diese Richtung passieren sollte, vielleicht nicht noch mal kaputt gegangen. Ich habe gespeichert, ich habe gebaut. Ich habe übrigens gerade noch mal dieses Analbild hier aufgerufen. Aufgehoben. Oha. Das ist mir nämlich gerade irgendwie durchgegangen. So. Hoppala, es ruckelt die Katze. Ja. So, bist du bereit? Was ist das für ein komischer Kerl? Bist du bereit, Patrick? Jo, wann kriege ich eigentlich den Screenshot hier? Sag mal, Was wollte ich eigentlich noch in dieser Folge machen? Weil, das passt ja jetzt gerade dazu, ne? Der Patrick ist, glaube ich, gerade hart beschäftigt. So, der Horst aus dem Forst. Was? Oh, Kio hat mir ja schon was geschickt. Ich bin ja ein Fuchs. So, Herr Doktor. Ich rufe das mal hier kurz eben auf meinem Gerät auf. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier groß genug. Ich muss gleich meine Nase putzen. Ich muss ganz kurz was anderes noch machen. Ich muss den einmal hier so rüber. Dear Matthew, the email confirms our discussion today. That your employment with Sahara Therapeutics is terminated for unethical and inappropriate use of company equipment. Okay, also der Typ wurde scheinbar gekündigt, weil er ein bisschen mit Firmeneigentum hantiert hatte. Genau. Your termination is effective immediately. Was? Termination? Okay. Termination. We have received from you already your company-owned laptop and cell phone. Please submit your key card and security when you exit the building. Please let us know if we can assist you during your transition. Okay, also einfach ein Kündigungsschreiben. Aufgrund der Tatsache, dass es da im Drucker liegt, ist es wahrscheinlich auch rausgefaxt worden. Ja. Okay. Gut. Dinge. Wie lange haben wir noch, Patrick? Was sagt die Uhr? Lohnt es sich jetzt noch? Mach's noch auf und dann cutten wir. Okay. Machen wir auf. Le Dur. Eine blutverschmierte Karte. Das ist wahrscheinlich die Keykarte von dem Typen, der da gefeuert wurde. Steht da irgendwas von wegen Matthew drauf? Sehr schön. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal einen Cut und sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir hier nochmal durchlaufen und uns darüber wohlfühlen. Und bis dahin alles Gute. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Und bye bye.